Zack, also weg, 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 weg. Ach, schon wieder so viel Kohle. Weg, weg. Knochen brauchen wir nicht. Schnitzel lassen wir mal übrig. Schaufel brauchen wir aber auf jeden Fall wahrscheinlich. Und basteln uns mal eine neue Spitzhacke, weil ich möchte gerne... Moment, hier ging Spitz... Ja, so ging Spitz an. 1, 2. So, dann haben wir von jedem 3. So, Moment. Und vielleicht sollten wir uns auch noch 2 Schaufeln machen. Dass wir da einfach immer auf Vorrat haben. Ach, wie viele Werkzeuge hier drauf gehen. Ach, und da hinten haben wir auch noch nicht mal erkundet. Ich würde gerne hier den Raum etwas vergrößern. Moment. Bah! Wo bin ich? Okay. Moment, ich hatte doch hier was gerade eben gehört. Ihr auch? Hm. Ich bin mir doch sicher, dass ich hier was gehört hatte. Oder wir buddeln uns einfach mal... Oh, was ist da? Erde? Ich weiß, es ist keine gute Idee, sich einfach tief hinabzubuddeln, aber ich möchte einfach mal schauen, ob wir nicht auf eine andere Höhle stoßen, wenn wir uns mal irgendwo tief reinbuddeln. Ob das was bringt? Zur Not haben wir ja genug Sachen da, um uns wieder hochzubuddeln. So, ach, was mache ich hier eigentlich? Was haben wir denn hier wieder? Erde, 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 mitten in einer Höhle. Ach, Kohle, guck einer an. Ja, so kann man auch auf Kohle stoßen. Einfach mal sich irgendwo nach unten buddeln. Und dann auf Kohle stoßen. Wenn man Kohle denn braucht, aber... Glubbel, 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 glubbel. Hier machen wir mal etwas heller drin, dass ihr auch was seht und dass vor allem die Zombies genug sehen. Dass die gar nicht erst ankommen werden und sagen, sie wollen was mit abhaben von dem Stück Kuchen. So, und dann wird hier doch wieder frei. Ach, was ist das denn? Wie viel Gravel hier rumliegt, das ist ja unglaublich. Wie viel Schotter, wie viel Mist. Also Flint hat man dann auf jeden Fall auch mehr als genug. Da können wir dann schon bald eine eigene Feuerzeugfabrik aufbauen. Hier wird es schon wieder langsam dunkel, wie im Bärenarsch. Ja, so kann man sich eigene Höhlen machen. Ist zwar nicht immer toll und spannend, aber vielleicht stößt man ja auf das ein oder andere. Wie auf das da oben. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Wir machen mal hier noch schnell hell und nehmen uns mal, bevor wir uns das Loch erkunden, diese Kohlensteine hier
zu Gemüte. Was? Hossa. So. Und danach muss ich wirklich mal eine Aufnahmepause machen. Auch das ewige Gesitze hier im Prinzip. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Auf jeden Fall viel zu lang. Das geht mit der Zeit einem alten Mann wie mir in den Rücken. Moment, ich gucke jetzt nochmal hier, was es mit diesem Loch da auf sich hat. Ach nee, das sah nur aus wie ein Loch wahrscheinlich. Ja, das ist nur Stein. Nichts Wichtiges. Was ist das? Ach, auch alles Stein. Moment. Hier ist doch ein Skelettgeräusch. Hier höre ich ein Skelettor rumsausen. Vielleicht entdecken wir vor der Aufnahme... Oh, habt ihr gehört? Das Höhlengeräusch. Hier muss irgendwas sein. Vielleicht entdecken wir vor der Aufnahmepause ja doch noch was Interessantes auf hier. Aber nichtsdestotrotz geht es dann trotzdem in die Aufnahmepause. Aber das sollte euch zum Beispiel Vorfreude geben auf die nächsten Folgen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob es dann neue Folgen geben wird. Zumindest weiß ich nicht, ob es neue Folgen von dieser Minecraft-Version geben wird. Oder ob wir dann schon mit der neuen Version anfangen. Wo ist denn dieses Skelett? Das hört man doch eindeutig. Moment, hier in die Richtung vielleicht. Da blitzt nämlich durch die Steine leicht Lava durch. Oh, ich sollte es nicht immer machen, so mich so senkrecht nach unten zu buddeln. Oh. Leute, wir sind fündig geworden. Da geht es hinab. In etwas ziemlich Höhliges. Eieiei. Was haben wir denn jetzt hier wieder aufgegabelt? Auf jeden Fall sollten wir auch mal unseren Rückweg sichern. Falls wir schnell raus müssen. Ach so, das war unsere Höhle. So kommen wir denn hier eigentlich dann wieder hoch, wenn wir hoch müssen? So, ja, das sollte reichen. Wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Na toll, jetzt haben wir zwar den schönen Raum des Teufels verunstaltet von uns oben, aber... wir kommen dann schlecht zu unserer Behausung wieder hoch. Aber naja, mich interessiert jetzt natürlich, was sich hier unten so alles verbirgt. Wir basteln uns mal bloß eine fixe Treppe darunter. Oh. Ja, hier können wir uns weniger ein Treppchen bauen, aber... Na, bauen schon, aber jetzt nicht nur mit reiner Spitzhacke. So. Ach, herrje. Ach, herrje. Geh weg. Du kleines Mistviech. Was erschrecken die uns eigentlich immer so? Haben die nichts Besseres zu tun oder was? Ach herrje.